Ja, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Persona Royal. Ich will gar nicht groß weiterreden, ich bin so gespannt. Also wirklich mir, mein Herz flattert hier. Ich will Komushida einen reinhauen. Er hat so verdient, jetzt von uns vernichtet zu werden. Jetzt können wir uns auch mal ein bisschen freier bewegen und infiltriere das Schloss, stehl Komushidas Herz. Oh, ich freue mich, das zu machen. Ich freue mich so drauf. Da wir noch speichern können, gehe ich mal davon aus, dass, ja, übrigens, ne, ich empfehle euch gerade jetzt, falls ihr die vorher. Ich weiß noch nicht, warum man in einem Let's Play mittendrin anfangen sollte, aber habt ihr die Folgen vorher noch nicht geschaut? Schaut euch die Folgen bitte wirklich chronologisch an. Einfach nur, damit das, was jetzt passiert, da werden wir jetzt Komushida vernichten. Damit ihr genau die gleiche Genugtuung spürt wie ich. Und die brauche ich jetzt wirklich. Also, ich kann jetzt einfach die PlayStation nicht ausmachen, es tut mir leid, aber. Ich muss den so jetzt einen reinhauen. Ich meine, was der alles gemacht hat, ey. Der misshandelt Schüler, der schlägt die nach Lust und Laune. Der hat höchstwahrscheinlich so doch angedeutet, dass der Schülerin sexuell missbraucht hat. Es wird Zeit, endlich Rache zu üben. Sieht so aus, als ließe sich diese Tür immer noch nicht öffnen. Habe ich dir nicht schon letztes Mal gesagt, du sollst nicht vorn reingehen? Ach, ich erinnere mich. Nehmen wir den gleichen Weg wie beim letzten Mal. Ah ja, hier der Lüftungsschacht oder was das war, das Fenster da. Aktion, reiner mit dir. Infiltrationspunkt. Ja, anscheinend kennen sie diesen Weg hinein noch nicht. Joker, Skull, seid ihr bereit? Gehen wir. Ich bin so bereit, ich bin so bereit. Oh, ey. Oh, wie viele sind denn da? Was ist das für eine Truppe, ey? Oha, oha. Oha. Praise be to King Kamoshida! Death to the intruders! Nein, nee. Ja, brüll nicht so rum am besten. Oh Gott. Hey, look! Ain't that. Those intruders the other day were quite entertaining. However, I can't allow that trash to ransack my castle! Strengthen the security, kill them on sight! I'll reward whoever brings me their heads. Ja, das gefällt dir, ne? Alle rumzukommandieren. Aber ich liebe einfach nur diese Symbolik, ne? Wir haben hier so einen Typen, der so arrogant und von sich überzeugt ist. Und der steht dann da in seinem lächerlichen Herzchenumhang und im pinken Schlubber, ne? Und mit seinem kleinen Krönchen da auf dem Kopf. Aber es ist halt. Tolle Symbolik. Death for the intruders! Hey Mona, can't we just beat the crap out of him and call it a day? Look at all those soldiers, idiot. It'd be suicide. And I'm sure you don't want a repeat of last time. Nee. Nee, möchte ich nicht. Besides, don't you want him to confess his sins? There's no point beating him up. Ja. We need to steal his materialized desires. The treasure. Fine. So where is it? Fine. Ja, wo ist es, ne? Der wird es bestimmt ja nicht offen irgendwo liegen lassen, damit das jeder schnappen kann, ne? It has to be somewhere in the depths of this castle. Let's infiltrate further in while he's out here. Ich kann aber jetzt nicht einfach durchlaufen, ich muss ja hundertprozentig durch, oder? Komm schon. Damn it. Hey, was? Verdammt, hier drüben ist auch eine Wache. Was willst du tun? Sollen wir ihn platt machen? Warte! Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, euch was beizubringen. Also, Joker, bist du bereit, loszulegen? Ja, komm, los. So, komm. Ah, hier wieder die. Remember how I taught you hold-ups and all-out attacks? I'll teach you their practical use now. Ja, bitte. There's another use for hold-ups, besides simply defeating enemies. Shadows are beings born from people's hearts. So naturally they can talk too. Ist auch schon auf Fighting Screen, ja, ne? Also mit den wackelnden Kerzenleuchter und den Vorhängen. In other words, you can communicate with them. Get it? I get it. If you talk to them when they're cornered, they might offer money or items since they don't want to die. Das geht ja. In fact, talking has a better chance of scoring something great as opposed to just offing them. Okay. Well then, let's do the first step.
knock all the enemies down and do a hold-up. Aber was will sie mir denn geben, ne? Eine Packung Pixie Dust zum Schlupfen oder was, hä? Waffe. So. Ah, wirklich? Ihr seid die Eindringlinge, von denen König Kamoshida gesprochen hat? Oh, das ist ein Albtraum. Was macht ihr jetzt mit mir, hm? Geld her! Ich will Gegenstand! Hä? Wenn ich euch etwas gebe, lasst ihr mich am Leben? Well, something along those lines. Now let it be money or items. Just cough it up. Sorry. Aber das passiert so plötzlich. Ich hab doch gar nichts bei mir. Normalerweise hab ich das. Wait, what? This isn't how I was planning this to go. Ja, das ist der Vorführeffekte. Aber das ist eigentlich ziemlich cool, also eine ziemlich coole Neuerung hier. Dass man jetzt Gegner einfach irgendwie bedrohen kann und die rücken dann irgendwas raus, ne? Im besten Fall. If that's the case, I guess it's time for you to go to hell. For real? Wartet! Sorry, but we're in a hurry. Come on! Nein, wartet! Och, können wir das nicht anders regeln? Bitte tötet mich nicht, lasst mich gehen! Du hast den Falschen ausgewählt. Oh, wow, du bist so selbstbewusst. Oh. Aber das bin ich auch. Unter anderen Umständen würden wir uns gut, sehr gut verstehen. Wow, ich fühle mich so anders. Irgendwas passiert gerade. Ich glaube, ich habe eine Periode bekommen. What the? What's going on? Oh ja, ich erinnere mich wieder. Ich gehöre nicht bloß zu König Komoshida. Ich bin eine Existenz, die in dem Meer der Menschenseelen herumtreibt. Mein richtiger Name ist Pixie. I am thou, thou art I. Oh, was ist das? Neue Persona? Ach, Quatsch, nein! Cool! What was that just now? What happened? Cool! Neue Persona! Geld, nix, aber ich habe eine Person erhalten, nur zwei Erfahrungspunkte. For real? Was zur Hölle war das denn? Der Gegner wurde in Jokers Maske gesogen. Keine Ahnung, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Oh oh. Eindringlinge, hallelt. Mist, sie haben uns entdeckt. Oh, hier wird er so. So ein Bock hier, ne? Steinbock-Gedöns. Der letzte Kampf hat neue Möglichkeiten in mir geweckt. Personas wechseln. Das Potenzial von Torfus ermöglicht es, mehrere Personas gleichzeitig zu haben. So kannst du zwei frei zwischen gerufenen Personas wechseln. Wechselst du deine Persona, ändern sich deine Werte, Elementaraffinitäten, unverfügbaren Skills entsprechend. Drücke im Persona-Menü L1 oder R1, um Personas zu wechseln. Wenn du nicht kämpfst, drücke Dreieck und wähle Persona, um zu wechseln. Normalerweise kannst du beliebig Personas wechseln, aber während des Kampfes kannst du nur einmal pro Zug Personas wechseln. Let's go! Na dann. Ich kann Sio leicht Elektroschaden und Dia, also den Heil, das Heildings. Is that the shadow from earlier? Ja. Don't tell me. Did you take in the shadow's appearance and powers as a persona? Das ist der Pokémon-Effekt, ne? Persona! Ravage them! So. Hold up. Du Bastard, wozu zwingst du mich? Deine Kraft?
Speise. Ich fange mal erstmal an Gegenstand. Hier, nimm dieses. Oh! Dieses Auferstehungsperle, nur zu, nimm es schon. Kleiner, du musst doch viel lernen, wenn du Schicksal will. Wenn das Schicksal will, sehen wir uns bestimmt mal wieder. Auferstehungsperle. Geht doch ganz gut, oder? Ach komm, zeig mir etwas Dankbarkeit. Mit dieser Einstellung wirst du noch viele Probleme kriegen. Okay, cool. Does that mean you can wield multiple personas? Also Auferstehungsperle wird wahrscheinlich, dass ich einen Toten oder einen K.O. geschlagenen Verbündeten wieder in den Kampf bringen kann, ne? Das ist gut. Cool. Ein Nachteil ist, dass ich nicht so viele Erfahrungspunkte kriege, ne? Also... Hey, Mona! What was that about? What did Joker do? Tja, ne? Cool, oder? He sealed the enemy's appearance and powers into his mask and made it his new persona. Nice. Is such a feat even possible? Even I've never seen anyone pull that off. Tja, ich bin halt ein ganz besonderes Kindchen, ne? Also, ich hab's halt drauf. Ist das gut? Of course it is. Only one heart exists per person, so normally a person can only have one persona. Incredible. That ability will give us a huge advantage in battle. Tja, siehst du mal. Ich bin eine kleine special Snowflake. Ich denke mal, das wird sehr vorteilhaft right. sein, ne? Try to do that even more if the opportunity arises. You better help out too, Skull. Hell yeah! We'll hold every last one of them up. Nice. Während des Hold-Ups kannst du mit gegnerischen Schatten verhandeln. Hast du damit Erfolg, kannst du eine neue Persona erhalten. Ist dein Gegner eine Persona, die du bereits besitzt, erscheint eine Maske neben ihren Namen. Sagst du, gib mir deine Kraft, gewährt sie deiner eigenen Persona Erfahrungspunkte, auch wenn sie momentan nicht ausgerüstet ist. Oh, das ist gut. Entscheide dich zwischen einem mächtigen Angriff für Erfahrung oder einer Verhandlung für eine Persona oder eine Belohnung. Oh, das ist natürlich, das wird schwierig da. I like you even more now. I really do have something special after all. Naja, ich sehe schon die Dollarzeichen da blinken. Ist natürlich die Frage, was man jetzt im besten Fall macht, ne? Also, zwei Erfahrungspunkte ist halt nichts hier, ne? Wie baue ich denn eigentlich um Sozialwerte? Nix, ängstlich, stumper, friedfertig, gegenwärtig, bewusst. Ich hab ja nix, ey. Ist ja wirklich... Ja, da muss ich einfach mal gucken. Ich würde trotzdem mal kurz sehen. Es muss irgendwo hier angezeigt werden, wie viele Erfahrungspunkte die noch brauchen bis zum nächsten. Nächstes Level 52. 118. 14, Morgana kriegt halt bald ein Level ab, das ist gut. So, das heißt mit hoher Wahrscheinlichkeit laufen wir nicht da rein, nein. hier hinten ist doch noch. Nee, Moment, das war schon richtig. Hier geht's noch weiter. Tja, müssen wir nur mal gucken, wo wir jetzt da lang gehen müssen. Eisengitter. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas kommt mir an diesem Flur komisch vor. Im Moment können wir hier nichts tun. Versuchen wir es woanderswo. Na, dann gehen wir mal hier durch. There's a treasure chest. Der hat mich nicht gesehen, oder? Der hat mich nicht gesehen. There's a treasure chest. Das ist wunderbar, aber... Das ist immer noch ein bisschen schwierig. Ich krieg das noch nicht so ganz gut hin mit dem Anschleichen. I'll reveal your true form. Oh yeah. Fuck. Stylish. So. Zack. So, welche Schwäche hatte das Vieh nochmal? Ich kann mir das nicht merken, aber das... Wind, okay. Hat er,
Gardu. Ja. Nee, dann mal wieder auf den hier. So. Und zack. It's almost scary how good I am. Komm, ist Pyromane. Warte, das ist keine gute Idee, so rücksichtslos zu schießen, yo. Gib mir deine Kraft. Hä? Dann lass uns reden, yo. Wenn wir auf einer Wellenlänge sind, denke ich darüber nach, yo. Schon wieder? Das wird jetzt echt unbequem, yo. Menschen wollen immer nur ein Autogramm oder ein Selfie, yo. Was willst du, yo? Gib mir deine Kreditkarte. Ah, ich will deine Kreditkarte. Selbst wenn du meine Kreditkarte stiehlst, hole ich mir eine neue, yo. Kann ich jetzt gehen? Ich habe zu tun, yo. Es ist schwer, so berühmt zu sein. Wen kümmert das? Du bist echt ein gefühlloser Trottel, yo. Zwei Seelen, ein Gedanke, yo. Hi, ich erinnere mich wieder. Ich lebe im Meer der Menschenherzen. Ich bin Jack-O-Lantern, yo. Ich bin du, du bist ich. Yes, komm zu mir, komm zu mir. Immer her damit. Nice, 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 nice. Trophäen erhalten, ich bin du. Nice. Alright. Na, auch scheiße. Ah, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ja, den brauche ich ja auch noch eigentlich, ne? So, Sio. Komm. Also, wie gesagt, ich sammle jetzt erstmal die ganzen Viecher, die ich sammeln kann, ne? Wir reden uns miteinander. Gib mir deine Kraft. Du willst es also, so willst du es also, ja? Dann rede ich zuerst. Dann entscheide ich, ob ich dir helfe. Weißt du, ich habe immer gemacht, was ich wollte. War klar, dass mich das irgendwann einholt. Wenn du mich umbringst, dann tu mir den Gefallen und mach es schnell. Hast du keine Angst? Hey, wenn du angeben willst, wie tough du bist, nerv jemand anderen. Ich habe was Besseres zu tun. Liegt vielleicht daran, dass ich eine andere Generation bin, aber ich kapiere dich einfach nicht. Was verdammt nochmal willst du mir eigentlich sagen? Warum kämpfen wir? Für mich sieht's aus, als könnten wir die Sache noch besprechen. Die Denkweise gefällt mir, ich glaube es einfach nicht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Oh yeah. Herr mit dir. Nenne mich von nun an Zweihorn. Wow, das ist ja ein kreativer Name. Ganz ohne Ehrenanrede, Kleiner. Geilomatico, yay! Zweihornmaske erhalten. Das ist doch eine coole Truppe hier, ne? Also, fantastisch. Okay. Trotzdem soll ich den nächsten dann wirklich mal langsam normal aus... Ich werde den nächsten jetzt mal wirklich auf normale Art und Weise ausschalten. Einfach, dass ich mal gucken kann, dass ich mal gucken kann, wie viel mehr Experience Points Experience es da gibt oder auch nicht. So, ich will mir erstmal nur die Leute angucken. Jack-O-Lantern. Werte. So, Schwachstellen, bla bla bla. Also, der hat auch verschiedene Schwachstellen und sowas, ne? Jack-O-Lantern. Was kann der denn eigentlich hier? Achso, ja, das können wir uns auch nochmal angucken hier. Werte. Hintergrund. Freundliche Waldfeen, die sich meistens vor Menschen verstecken. Sie spielen dem Lassvolk gern Streiche. Es heißt, sie seien die Seelen toter, ungetaufter Kinder. Ach, das ist ja traumhaft. Elektroschaden, ja gut, das kennen wir schon. Achso, nee, ist in Ordnung. So, Arsen kennen wir schon, Jack-O-Lantern. Was sei denn ein Trunkenbold, der den Teufel reinlegte, um nicht in der Hölle zu landen. Als ihm der Zugang zum Himmel verwehrt wurde, musste er mit Glut als Licht auf Erden wandeln. Das ist ja cool.
Das kann zwei holen. Yay. Die sind cool, ey. Das, also die Persona sieht doch schon cool aus, muss man einfach mal sagen. Ein böses Wesen mit zwei gebogenen Hörnern. Es steht für Unreinheit im Gegensatz zum Einhorn. Es soll vom Re'em in der Bibel abstammen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und sich angeblich von untreuen Ehemännern ernähren. Finde das sehr sympathisch. So, Ausfall, leichter körperlicher Schaden beim Gegner. Tarunda senkt drei Runden lang den Angriff eines Gegners. Das ist sehr praktisch. Ich bleibe erstmal bei Arsene. Mensch, ich hab mich doch extra versteckt. Scheiße! Ich hab mich extra versteckt, ey. Warum? Ah, nein! Bitte nicht! Was war mal mit seiner Schwachstelle? Ach, ich kann mir das nicht merken hier. Wind und dieses Tarunda da. Dann muss ich die Persona wechseln. Ich konnte nicht wechseln. Let's go. Die war doch. Wer war denn hier Wind? Sie oder nicht? Nee, ich hab die. Ich hab das nicht. Ja, egal. Scheiße, ich hätte zu Dings wechseln sollen. Zu. Ich hätte zu dem Bock wechseln sollen. Technisches heißt es. Trophäe erhalten Techniker. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber danke dafür. Keine Ahnung. Ja, ist halt nicht schwach dagegen. Hau mal noch ein bisschen drauf hier. Oh. Dann, zack. Tot. Und gibt's viel mehr Erfahrungspunkte, hält sich auch in Grenzen. Als auch 12 und Geld, ne? Also ab und zu sollte man wirklich mal normal kämpfen. Neuer Skill, was haben wir denn Schönes? Patra. Heilt benommen, vergessig, schlafend, hungrig bei einem Verbündeten. Oh. Nice. Alright. Sehr, sehr nice. So, und eine Kiste. Yay! Yeah. Her damit. Silberdolch. Wow. Oh, das sieht echt klasse aus, Joker. Warum probierst du es nicht mal aus? Zeit für etwas Abwechslung. Alright. Habe ich es jetzt angelegt? Ja. Okay, es steht. Okay, alles klar. Ryuji, okay, Morgana, die können auch nicht alle Waffen anlegen, das ist dann doch schon sehr beschränkt auf die einzelnen Charaktere. Finde den Schatz, ich bin auf dem Weg, oh, ist das spannend. Die Tür ist aber auch geschlossen, oder? Ich denke mal, dieser Schleier heißt, hier geht's nicht weiter. Oh, eine weitere nebulös aussehende Tür. Das ist das Ding. Wie ist es doch gleich? Ein Schutzraum. Wir können unsere Strategie drin besprechen. Hier gibt es viele Orte, die selbst ich nicht kenne. Ach so. This is that place from earlier. Mensch, lass uns doch gut sein, ey. Du bringst mir die ganze Mission in Gefahr. What's up with this app? Just said the word Sakamoto said and I ended up... Tja. Ah ja, stimmt. Naja, gut. Die denken jetzt wahrscheinlich, dass es die Bikini-Version von ihr ist, ja? Princess! Oh oh. Ach, jetzt macht sie den Peach-Move, ne? Jetzt müssen wir sie retten wahrscheinlich. Aren't there even more shadows here than before? Getting this far has been a real pain in my ass. It's all because you guys provoked Kamoshida, you know. Still, he seems to be awfully on guard.
Anyways, how are we supposed to steal that treasure thing? Ja, ist eine gute Frage. Don't be so hasty. First, we'll need to secure an infiltration route. A what? A what? A path to the treasure's location. But honestly, I think we'll need a little more manpower in order to accomplish this. Okay. At the very least, one more person would be nice. Ach schade, ach Mann, ey. Also scheinbar gönnt mir das doch nicht, dass ich Komushida jetzt auf die Fresse haue. Hey, you say you don't have your memories and all, but somehow you still know about that kind of stuff? Do you think this thing's really got amnesia? Ziemlich von ich glaube an Mona, alles gut. At least you're a step above that moron. Ganz ehrlich, wie gesagt, ne, solchen süßen kleinen Katzen traue ich immer. Ne, so sind Katzen, ne? Die sind immer, gucken mich immer lieb an und dann im nächsten Moment wetzen sie ihre Krallen und reißen dir die Haut auf, ja. Don't call me a moron! You sure talk big, but what if it turns out you're just some stray cat in the end? That can't be. Oh, da hat jemand eine Identitätskrise, ne? Still, why was a princess in such an odd place? Princess? Lass mich raten, vielleicht komme ich doch noch zu meiner Rache. Ihre Persona erwacht wahrscheinlich in irgendeiner Situation und dann gibt's den Viererkampf, oder? I could have sworn we were pursuing the readings of an intruder. It doesn't matter now. We must take her back to King Kamoshida. Who's this princess they're talking about? Yeah. I should probably look into this. Einfach reingehen, ja. And yet another question goes unanswered. Tja, so ist das. Man kann nicht alles haben, ne? Stuff like the castle and that navigation app are mysterious, but Morgana's got them both beat. Codenames bitte. Also, hallo. Oh, crap. Sorry. Ja, wir sind hier undercover unterwegs, also. What was I again? Oh, yeah, Skull. Du kannst dich nicht an den eigenen Namen erinnern, den eigenen Spitznamen, den du dir gegeben hast, ne? Das ist traurig. This is bad. Also nicht mal ich bin so dement, ja. That was fast. Was ist bad? Your friend, Lady On. She's been taken by shadows. Ja, weil sie unbedingt zurückkommen musste. What? We sent her home earlier. If Lady On does indeed have the app, it could be possible. Oh no. Don't tell me it got put on hers just like mine. Offensichtlich. Damn it. We let her out for her own safety and she just came back in by herself. Tja, da ist jemand ziemlich widerspenstig, ne? Also sie will halt ihre Freundin rächen, das kann ich auch verstehen. Also, aber jetzt haben wir natürlich einen kleinen Schlamassel hier. Damn it. Verdammt, wir haben keine Zeit für eine Pause. Wir müssen uns beeilen und sie retten. Aber jetzt wird erstmal gespeichert hier. Jetzt kommt der Punkt, wo ich wieder einen neuen Speicherstand mal verwenden werde. Ich finde es so fantastisch, ey. Ich spiele fast 8 Stunden. Ich bin immer noch im ersten Dungeon. Also, ich liebe es. Also, wirklich liebe es. Wie die Geschichte, die lässt sich schön Zeit. Ne? Also, aber nicht im negativen Sinne. Ne? Lässt sich richtig schön Zeit. Es kommen immer so ein paar neue kleine Sachen dazu. Und es fühlt sich halt vor allem sehr organisch an. Und das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So. Yes. Folgt mir. Ich gehe voran. Okay, let's go. Sie ist direkt hinter diesem Ort, der aussieht wie ein Speisesaal. Gehen wir. Joker. Wo willst du denn hin? Das ist nicht der richtige Weg. Ich will mich nur ein bisschen umgucken. Also müssen wir jetzt wieder zurückgehen. Oh, 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 oh. Is this some kind of filming? Who's in charge here? Ne, ich glaube nicht, dass das Filming ist hier. Okay. Oh, jetzt wird's richtig spannend, ey. Na, hier hocken doch bestimmt noch so ein paar. Ich hocke mal ein bisschen langsam lieber. Oh, hier. This way! Will ich da wirklich rein? Ich muss ja, ne? Geh auf die Stimme zu. Achso, ich hab mich schon gewundert, warum der da rumliegt, der, also die Rüstung, ne? Ah,
She totally doesn't get what's going on. Ja. Gut, war bei dir am Anfang auch nicht anders, ne? Let's hurry. We have to save her. Na dann. Now then. Bist du bereit? Ich bin soweit. Yes. Okay, gehen wir. Oh. What's all this about? Seriously, I'm gonna call the cops. Das passt aber zu denen, ne? Also hier so schön aufs Kreuz genagelt, so. Es ist der Typ und das Porträt im Hintergrund, meine Fresse. Das ist, weiß ich nicht, wie aus so einem schlechten Hentai, so, weißt du? Ja. So, this is the intruder. Ja. Kamoshida? Und da ist ja, das war klar, dass das passiert. Ja, das ist seine perverse Gedankenfigur von dir, ne? Also so sieht er dich in Wirklichkeit, ne? So als kleines Playboy Bunny, ne? More importantly, what is this place? Why is the school turned into something like this? I can't believe you mistook my Ahn for someone like her. Na, die, deine Ahn sagt nicht so viel, ne? Are you afraid? Ja, das macht dich geil, ne? Ja, hast du Angst, ne? Ich hab hier die Kontrolle. Outfit? Have you lost your mind? I do as I please here. After all, this is my castle. The world of my desires. What the? Wait, is this some red light district? Ja, könnte man annehmen, ne? What a lively slave. This isn't funny. Enough of the bullshit, Kamoshida. The girls decided to tell me off. What do you think of that? Ich hoffe, ich kann da mal deine reinhauen, ganz ehrlich. Talking back is like totally unforgivable. Oh, ist das furchtbar, ey. Ich kotze gleich auf den Boden hier. Ja, so, ja, genau so stellt er sich dich vor. Ah, Widerworte geben ist so unverzeihlich. Ah, ich liebe dich, Kamoshida. Du bist der Beste. Ja, so stellt er sich das vor, ne? Oh, du bist ein widerlicher Sack, ey. She should be executed. Now then, how should I play with you? Shall I tear you into little pieces? Nicht, wenn wir zuerst. Are you kidding me? Nicht, wenn wir dazwischen treten. This is effed up. Alter, ja. Ach du Scheiße. Ja, ganz ehrlich, der muss sie sexuell missbraucht haben. Ganz ehrlich, wenn er die so sieht, ja. Also. Is that what he thinks of the girls on the volleyball team? Ja, seine Sklavinnen halt, ne? Hey, that's. Takamaki! Also ich muss sagen, ich liebe ja wirklich diese Symbolik in dem Spiel. Das ist so kraftvoll, ja. Also so extrem kraftvoll. Just when I was about to start enjoying myself. Na, zum Glück nicht. What's the deal with this guy? You little. How many times are you gonna come back? Ja, so lange bis wir dich gestürzt haben. I bet you just like those thieves. You came because you're pissed at me, huh? I forget that chick's name. But it's your fault she jumped, you know. Oh, du bewegst gerade auf ganz dünnem Eis, mein Lieber. Huh? You were so reluctant to throw yourself onto me that I had her take your place. Ich hasse den so sehr, das geht. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich diesen Typen hasse. You bastard! No! Wir lassen das nicht zu. Weg da. Take one more step and I'll kill her on the spot. Damn it! Just sit back and enjoy the dismantlement show. Yay. Werde ich sehr genießen. No, don't! Oh, bitte, lass mich die retten. Lass mich die einfach retten und wieder schnell verschwinden. I'll start with her clothes. Oh, du perverser Sack, Alter. You're such a perv.
Ja, du sagst es, aber er sieht das wahrscheinlich auch noch als Kompliment an, ja. Hey, what are we gonna do? To Kamaki! Is this my punishment for what happened to Shio? Ja, aber du kannst doch nicht für alles etwas. Ich meine, klar, ist deine beste Freundin, aber... That's more like it. You should have looked like this from the start. Oh nein, ey, bitte. Werd jetzt nicht demütig, bitte. Das macht ihn nur noch geiler hier. Shio. I'm so sorry. Gib nicht nach, ganz ehrlich. Also, komm schon. Hä? Huh? Das lass dir nicht gefallen von diesem Perversling. You're right. Ja. Letting this piece of shit toy with me. Komm, lass deine Persona erwachen. What was I thinking? Ja, komm schon. It's like I always say, slaves should just behave and... Jetzt hab ich... Shut up! Oh, jetzt wehrt sie sich endlich mal. Nice. I've had enough of this. Nice. You piss me off, you son of a bitch! Ja, geil! Ja! It's taken far too long. Oh yes, oh yes. Tell me, who is going to avenge her if you don't? Toll. Forgiving him was never the option. Such is the scream of the other you that dwells. Oh yes, endlich. I am thou, thou art I. We can finally forge a contract. Nice. I hear you. Carmen. Carmen. You're right. No more holding back. There you go. Nothing can be solved first. Ah, yeah, yeah. Understand? Then I'll gladly lend you my strength. Endlich. Ah, das ist so befriedigend. Unglaublich. Ah, das ist ja cool. Was ist das denn? Oh nein, oh Gott! You know what? I'm not some cheap girl you can toy with, you scumbag. Bitch. Bitch? You stole everything from Shiho. You destroyed her. Now it's your turn. I will rob you of everything! Oh nice! Yeah! Enough of your insolence! Ah, gut, jetzt kommt nochmal seine Untertan. Was ist das denn? No, I've had enough of you. No one's gonna stop me now! Let's go, Carmen! Boah, ist das nice, ne? Was ist denn das? Ein Teufel auf dem Klo, was? Was? How dare you deny King Kamoshida's love, you selfish lass! Pay for this insolence with your life! Der Teufel ist also ein alter Scheißer, ja? That dirtbag just sees women as sexual outlets! Mm. Don't make me laugh with that love bullshit! Ja. Come on, Carmen. Let's give him hell. Yes, please. Oh, das ist so krass, ja. Aber die Persona passt auch super gut zu ihr, ne? Also, ne, nachdem sie so unterdrückt wurde von mir, jetzt hat sie eine Persona, die eher so als Domina dargestellt ist, ne? Und andere unterdrückt. Das ist nice. Also, das ist kein Agi. Leichter Feuerschaden. Ne, bei einem Gegner Chance, Verbrennung zu verursachen. Bei dir ist ja. Oh yes. Ja, reden können wir mit dem nicht. Gib mir deine Kraft. Ja, nichts, was ich sage, könnte deinen verdammten Dickschädel durchdringen. Ja, ich dachte schon. Ja, dann ein mächtiger Angriff, ne? Oh yes. Teamwork, let's go, ja. Yeah. Okay, Feuerschaden. Ich habe aber keine Persona, die irgendwie Feuerschaden macht, ne? Doch, natürlich, meine. Nee, aber momentan noch nicht, also. Ich wechsle trotzdem mal zu dem. Kann ja nicht schaden, also. Ist meine Hauptpersona trotzdem ein bisschen aufpushen. Das ist irgendwie lustig, also einfach diese Symbolik hier, Teufel, der
gelangweilt fetten Haufen legt. Ne? Ja, nimm mal deine Waffe. Funktioniert das? Naja. Er ist schlechter als recht. Einfach der Resistenz gegen alles resistent, ey. Oh, was? Was zum Fick? Nein! Was ist denn da passiert? What the fuck? Alter Falter! Der Reden hilft nichts, mächtiger Angriff. Komm, haut mal richtig zu hier. Persona wechseln, ich muss heilen. Wer leidet am meisten? Ja, ja. Persona. Ja, ich muss auch erstmal die Leute heilen, sonst sterben die mir alle weg. Skull. Ich sterbe doch gleich, ey. Ich muss das mal auf die Katze werfen hier. Komm, nimm. Oh. Aber solange es nur einer abbekommt, ist alles in Ordnung. Also. Mächtiger Angriff. Los. Zack, zack, zack. Mach den fertig, den kleinen Scheißer. Oh, das sieht's. Ja, du heilst. Ja, ja. Morgana heilt mich gleich. Persona! Ja, komm hier. Yo, dann würde ich sagen, du heilst mal schön Joker. Ja, mal sehen, ob das reicht. Resistent, aber er stirbt, oder? Outside of school, that guy's nothing but a pathetic loser. Genau, gib's ihm, Girl, los! Gib's ihm, Girl! Mehr hat er nicht verdient. Oh yeah. Stylische Kameraperspektive. 620 Yen, 21 Erfahrung, nice. Kann man was mit anfangen, ne? Oh shit. Ja, da scheiße der eine. Wait! Why'd you come here, man? And more importantly, how? Ja, hast ja gesehen, einfach reingerannt hier. Hey, is that how you speak to a woman? Are you all right, Lady On? Lady On? Wait, what is this thing? Is it alive? How can it talk? Mann, warum mobben alle Morgana so? Das arme Vieh. Ja, jetzt sag ich selber, aber. Wie kann das reden, dieses Ding? Was ist das überhaupt? And where in the world are we? Just calm down. Everything's going to be okay. Don't worry. Na, schauen wir mal. How am I supposed to calm down? Aber du hast sie eingemischt. Ich meine, es ist gut, dass du dich eingemischt hast, weil jetzt sind wir zu viert. Jetzt können wir wirklich den auch überführen, im besten Fall. Why am I dressed like this? When did I... What's with this? Oh ja, sie ist warm, ne? Sabber, sabber. Sieht gut aus hier. So ungefähr. Huh? What are you talking about? What the hell are you thinking? Well... I'm stumped. A search party will be coming for us soon. There's no time to explain. We don't have a choice. Let's retreat for now. Ah, okay, also doch kein Endkampf, ne? We were just getting fired up and you had to go and get in the way. Fine. Ey, das Spiel, das teast mich aber auch hier an, ey. Wenn man mal bedenkt, ich will einfach nur Komoshida einen auf die Fresse hauen hier, ne? Here, give me your arm. You take the other side.
Ach Mann, ey. Oh, ich kann nicht mehr warten. Ich will nicht mehr warten. Wie lange muss ich denn noch warten, bis ich den endlich mal vernichten kann hier? Thanks. Gern geschehen. Looks like we made it back. Hey, are you okay? Well, pretty much. Ja, ist erstmal ein bisschen verwirrend am Anfang, aber du kommst noch klar, glaub mir. Wait, I lied. I'm still confused about all of this. You may be safe now, but a lot sure did happen back there. At any rate, we stand out too much here. Let's relocate to a safer spot. Mhm. Na dann. Setzen wir uns jetzt wieder in irgendeinen Kaffee rein wahrscheinlich. Oder hier geht's auch. Which one you want? Whichever's not carbonated. Das kann ich verstehen, ich mag auch keine Getränke mit Kohlensäure. Höchstens Sprite. Aber nee, das meiste kann ich nicht trinken. They're both actually. Then. Dann ein bisschen schütteln, dann ist das alles draußen. Das geht auch. Here you go. What about me? Ja, ich glaube, weiß nicht, ob es für eine Katze so gut ist, irgendwas mit Kohlensäure zu trinken, ne? Huh? But you're a cat. Have you calmed down, Ladyon? Morgana, right? I really am talking to a cat. This feels so strange. Hmm. Oh, sorry. You're not a cat, right? Nee, das ist ein Hund. Alles gut. It's only natural that you're confused. Demanding that you understand all of this right after what you went through is asking too much. Ja, aber schön, dass also, sie scheint, dass, also sie ist so relativ gefasst. Also ich glaube, ich wäre, komm, ich würde wahrscheinlich einfach schreiend wegrennen oder so, wenn ich das erlebt hätte. Also. Honestly, I still can't believe what happened. Ja. That power, my persona. Mhm. It's the will of your rebellion, Ladyon. With it, you'll be able to fight in that other world. So if what you told me is true, we can make Kamoshida have a change of heart, right? Im besten Fall ja, aber... Is it really possible? Can we actually force him to confess his crimes? Oh, das wäre so schön. Das wäre so schön, ey. Das war gerade so pervers, ey, mit diesen Schulmädchen, die da auf dem Boden sich rumgeregelt haben, ja. Also man merkt, der hat anscheinend echt ganz schöne Probleme, der Typ hier. The volleyball teams keeping quiet about this, while teachers and parents turn a blind eye. If guys like us try and complain, they're just gonna shoot us down. Going all in on this plan is the only choice we got. Then let me help too. I want to make him pay for what happened to Shiho. Yeah. He just keeps going like nothing happened, even after what he did to her. Ich meine, deine Persona ist auch. Forgive him. Ja, deine Persona ist auch ziemlich gut. Also du kannst gerne mitkommen, wenn es an mir geht. Wait, ja. Did you just say let me help? Ja. Die hat doch hier gezeigt, dass sie gut kämpfen kann. Jetzt sei mal nicht so. You mean you want us to take you along? Ein Mädchen mitnehmen will ich nicht. Don't act like I'm going to drag you down. Weren't you watching? I can fight too. Richtig. Hey, what should we do? Ja, wir nehmen die mit. Hallo, was für eine Frage. Sie macht das sicher super. Sie macht das richtig super. Ich bin zufrieden damit. I agree as well. We are lacking in manpower after all. Ja. Don't worry. I'll protect her. Da haben wir ja endlich mal ein richtiges Team zusammen, ne? Vier Leute. Even if you said no, I'd just go in alone. Die gefällt mir, ey, die gefällt mir echt. Also die hat so einen richtigen Rambo-Charakter, das gefällt mir. Ah, right, she can go by herself. I guess it'd be more dangerous turning her down. Ja, ja. Fine. Ja, dann ist es durch, ne? Well, I hope we get along. I'm going to make Kamoshida atone for what he did. Bitte. Not just for Shiho's sake. But for everything he's done. I won't let any more people suffer because of him. Ja. Aber bitte lasst es mich doch endlich mal tun. Ich will ihn endlich mal in die Fresse hauen. Also bitte schickt mich jetzt nicht noch fünfmal weg oder so. Ich möchte jetzt einfach. Ich möchte. I'll do whatever ja, it takes. Ich auch. Ich spüre. Oh. Ich spüre einen starken Kampfgeist bei N. Wird er jetzt eine Bindung freigeschalten? Oder?
Nee, jetzt, oh, jetzt gehen wir wieder in die Zukunft. Oh, ich habe ja schon eine Benutzer. Eigentlich zu allen aus dem Morgana, da habe ich noch nichts, glaube ich. A group like yours must have relied on subtlety and misdirection. Otherwise, you'd never survive. Mhm. Some of you might even have been hiding behind a public face their entire lives. Was willst du von mir? If you're listening, then answer me. Ja, du glaubst du doch eh nicht, also. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. Ah nee, wir haben ja noch gar, stimmt, wir haben noch gar keine It Bindung shall zu become ihr. Become the wings of rebellion that breaketh thy chains nice, of captivity. Nice, nice, nice. With the birth of the lover's persona, aha. I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Heißt das, wenn alles ein Grund, warum sie Lovers Persona hat, kann das sein, dass wir vielleicht mit ihr auch eine Beziehung anfangen können? La Amouvreux. Liebende Rang 1. Alright. Du hast die liebende Vertraute freigeschaltet. Die Fusion von Personas des liebende Arcana gewährt dir jetzt EP durch den Arcana-Schub. Okay. Just let me know when you're heading back in. Oh, wait. We don't have each other's info. Oh, wir wären eine richtige Freundesgruppe hier, ein richtiger Rettungstrupp hier, ne? Hey, give me your number and chat ID. And, Naja, aber schick mir bitte keine Dickpics oder so, ne? I'll be counting on you then. Kannst du mal. Alles Same gut. Goes for you, Morgana. The pleasure is all mine, Lady On. Ach Mensch, das ist irgendwie süß, wie die beiden miteinander umgehen. Das gefällt mir, also. What a kind girl. Such admirable consideration for others. And the innocence to cast herself into the jaws of death to achieve her goal. Oh, das. So schleimig kann auch nur jemand reden, der verliebt ist, ne? She cares about her friends and she's beautiful to boot. What a girl. She's captured my heart. Dude. You know, it'd be better if this group could get together quick from now on. True. Our best option would be to make a secret hideout where we could discuss these things. Yes. Hideout, huh? I like the sound of that. The school rooftop would work. It seems like nobody goes up there. Ja. For the time being, that will make the perfect hideout. Ja, ist ein guter Start, ne? I can't contact you from inside a palace, so I'll stay in this world. That being said, I'll need someone to take care of me. I'm personally nominating you. You should feel honored. This is all you. There's no way I can at my place. Hm. Ob mein Typ da zu Hause auch hier zufrieden ist, wenn ich eine Katze nach Hause bringe, weiß ich ja nicht. Der ist eh schon so streng, aber er denkt sich wahrscheinlich eh, ach, der hat eh keine Freunde. Ne? Soll er doch wenigstens mit der Katze spielen, ja. Well, we now have our hideout, so let's meet there tomorrow. Yes. Und dann gehen okay. wir. Let's go look at my new residence for this world. Das Dach der Shujin Akademie ist ab jetzt euer Versteck. Ja, bitte. Oh, ich hoffe, ich kann ihm morgen echt auf die Fresse geben. Komm bitte, gib mir die Genugtuung. Stay upstairs while we're open for business. Hä, wer ist das denn? Wer bist du denn? Punkrock-Frau? Yes. Oh, sie hat ein Porträt. Das heißt, sie wird noch wichtig werden. Hey, lay off the customers. Oh, ich hab nur Hallo gesagt. Entschuldige mal, darf ich nicht mal freundlich zu Menschen sein? Sorry if he was rude, Doctor. I don't mind. Hat er gerade Doktor gesagt? Also ist sie eine Professorin oder was? Come on, you're getting in the way. Go on upstairs. Warte noch bis später. Das Café hat noch nicht geöffnet. Hat doch noch geöffnet. Alles gut. Thanks. I'll see you later. Mhm. Come back again. Okay. Wie stehen die denn zusammen? Oder wie hängen die zusammen? That's it for today. Hm. Ist das eine kleine Freundin oder was? Customer just now? She's the head doctor over at that clinic down ja. the street. Okay. Also eine Ärztin.
Rumor has it, she gives pretty crappy examinations and sells some weird homemade medicines on top of that. Ja, ja, belästige bitte nicht die Kunden. Kaum ist sie aus der Tür raus. Boah, sie ist voll scheiße, ey. Voll die Quacksalberin, keiner mag die, ey. Also, ne? Ich würde mich leider nicht behandeln lassen. Tschüss. At least, that's what I've heard. I haven't been there myself. Die sind alle nur am Lästern hier in diesem Spiel, also es... They should really just leave her alone. It's not like she's getting in the way of their lives. Hey, are we there yet? Ja, ich habe eine Katze mitgebracht. Leb damit. Well, I gotta get home and start making dinner. Ach so, hatte mich gehört. Ich dachte, hört wenigstens ein Miau. Also. Ba, 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 da, da. Du, du, du. Miau. What is this place? Ja, es ist nicht, es ist kein Palast. Es ist nicht gerade das Hilton Hotel, aber besser als nix, oder? Kind of abandoned house? Das ist mein Zimmer, hier lebe ich. Hab ein bisschen mehr Respekt. Hey, are you? I was wondering why I heard meowing. Komm, jetzt gönn mir mal eine Katze, ey. What did you bring it here for? Sie hat kein Zuhause. Nowhere, huh? Ja, komm. Look, this place is a restaurant. Animals are a no-go. Ganz ehrlich, hier oben, das ist eh schon die komplette Rumpelbude. Wenn es ja wirklich um Hygiene geht, dann solltest du mal den Dachboden hier aufräumen. Ja, dann lass mich doch einfach meine Katze hier haben und alle sind zufrieden. Jeder ist glücklich und wir bleiben alle Freunde. So, I guess you might stay on good behavior if you've got a pet to take care of. Fine. Okay, so kann man es auch auslegen. But keep it quiet when we're open for business and don't let it roam downstairs or I'll toss it out. Oh, du Herzloser, ja, ja. Oh, and I'm not gonna take care of it. That's all on you. Okay, geh weg. Was that the ruler of this place? Sozusagen, ja. He seemed pretty understanding for someone who keeps you cramped up in this dump. Ja, ja, naja. Ab und zu hat er mal so seine Lichtmomente. Es ist zwar sehr selten, aber... Then again. I suppose to normal people I just sound like a meowing cat. Ja, aber eine schöne Katze bist du, muss man ehrlich mal sagen. Seriously. I had to keep calling out in that cute little voice. Oh, da ist wohl. Ach, da kann wohl jemand nicht widerstehen. Das kann ich nachvollziehen, ne? Weil so Katzen miauen, denkt man sich auch so, ne? Da bricht jedes harte Herz. By the way, have you decided on a name? Ja, Methuselah. Morgana? Huh. Okay. I was hoping I'd get to name it. Oh. Looks like the chief likes me better than you. Na, warte mal ab hier. And to be honest, this place is heaven compared to Kamoshida's cells. Ja, deswegen. Also. Und du hast immer jemanden, der dich, so, ne? Vom Schlafen gehen nochmal streicheln kann. Ich glaube, dir geht's ganz gut hier, oder? Remember how you guys asked me before about what I am? Ja. To be honest, I don't remember anything about my birth. Mhm. I think the metaverse's distortions made me lose both my memories and my true form. Ist diese Gestalt menschlich? It has to be. I mean, why else would a cat be able to talk like this? There's no other possible explanation. Doch, Drogen. There's no doubt that the distortions were what caused me to lose my real self. I'm sure that once they're purged, I'll finally be able to get that self back. And I have a pretty good idea on how to do it, too. That's why I was in the castle in the first place. Okay, da gibt's ein Geheimnis oder was, ne? Come to think of it, I didn't get hungry over in that world. Oh, da muss jetzt richtig Heißhunger haben, ne? Let me make myself clear. Your taking care of me won't be for nothing. Aber was It'll war be give and take. Okay, aber was war das gerade, was sie gefressen hat? Es war irgendwie Spaghetti Bolognese oder so. Ich weiß nicht, ob das so das richtige Katzenessen ist. Oder es war, die hat ja nicht immer Chili gemacht oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall so Zeug, was wahrscheinlich nicht so gut für eine Katze ist, ne? Due to my knowledgeable and dexterous nature. I have a lot of intel on infiltration tools. Wirklich?
Ich glaub dir nicht. Well, I can't tell you more unless we settle on a deal. In exchange for you keeping me here, I'll teach you about these tools. How does that sound? Ja, ich meine, du bist jetzt eh schon hier, ne? Also, abgemacht, ja. I like that answer. Das freut mich. Then it's a deal. Morgana wirkt ziemlich zufrieden. Das ist schön für sie. Ja, jetzt springen wir nochmal in die Zukunft. Da hätte ich wieder angebrüllt hier im Untersuchungsraum. Ja, ich habe eine sprechende Katze. Und ich bin nicht Sabrina. Skillful infiltrations and escapes to all manner of places. Mhm. There's even the possibility that you use special tools and had someone who manufactured them. Answer me. Was willst? Lass mich in Ruhe. Die lässt dich locker. I am there. Oh schön, jetzt habe ich doch thou sehr nice. Thou hast acquired a new vow. Nice. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. Nice, nice, nice. With the birth of the magician persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Jetzt habe ich eigentlich zu jedem, den ich kenne, ein bisschen näher kenne, eine Beziehung, ne? Le Batteleur. Der Kampfmagier oder was, ne? Le Batteleur. Aber die Bilder von den Karten sind auch nice, ne? Magier, Infiltrationswerkzeug, ermöglicht die Herstellung einfacher Infiltrationswerkzeuge. Alright. Du hast den Magiervertrauten freigeschaltet. Die Fusion von Personas des Magier-Arkana. Gewährte jetzt einen EP-Schub, also jetzt EP durch den Arcana-Schub. So, jetzt legt sich hier meine Katze hin. Ja, keine Sorge, ne? Also, nur weil jetzt Morgana im Spiel ist, werde ich dich jetzt hier nicht missachten. Alles gut. Du hast von Morgana gelernt, Infiltrationswerkzeuge zu machen. Das ist schön. I'll lecture you about the infiltration tools over time. Okay. Wenn es sich anbietet, ne? By the way, the power you used in the palace was seriously amazing. Tja. I'm an amazing guy, what can I say? The stronger that power gets, the more reliable it'll be as a trump card. Don't underestimate Torfes Schlorfes, ne? Alright. I'm gonna stick with you wherever you go from today on. Ja, aber ich darf alleine auf Toilette gehen, das erlaubst du mir noch, oder? Personas are the strength born from one's heart. Depending on what kind of life experience you gain, I bet it'll affect that power as well. And if you become acquainted with capable people, you might learn various useful skills too. Naja, das ist ja, das werde ich schon noch machen, keine Sorge. This is all part of our deal. Got it? Yeah, yeah. I expect great things from you. Don't let me down, okay? Ja, ich versuche mein Bestes. Bloß keinen Druck mal machen hier, ne? Also, bleib mal trotzdem auf dem Boden der Tatsachen hier, ne? Außerdem begleite ich dich, wenn du ausgehst. Keine Sorge, das kostet nichts. Allerdings klingt es ziemlich unbequem, in Katzenform auszugehen. Naja, da kann man nichts machen. Ich muss mich damit abfinden, in der Tasche herumgetragen zu werden. Piep, piep, piep. Wer wird so sein, Luigi? Danke für... wie spreche ich denn? Danke für alles heute. Du hast mich gerettet und ich habe mich gar nicht richtig bedankt. Bedank dich bei Ryuji. Ach komm, ich will mal so ein bisschen shippen. Vielleicht klappt das ja. Habe ich gerade. Jedenfalls wollte ich es dich wenigstens wissen lassen. Bis morgen. You guys send messages to each other with that thing, right? Mm. I want in too. So, I'm gonna have to ask you to type for me. Tja, das ist mittlerweile so die Art der Kommunikation. Reden ist out, ja. WhatsApp und alles ist in. Ja. Jedenfalls ist das hier wirklich ein Ort, an dem man leben. An dem man leben kann. Ja, ist halt jetzt so, ne? Lvovich. Ich bring dir bei, wie man Infiltrationswerkzeuge herstellt, nachdem du dein Zimmer aufgeräumt hast. Jetzt noch, oder was? Definitiv ein Lagerbereich. Es wundert mich, dass du hier überhaupt wohnen kannst.
Wo wir dann erstmal speichern, ne? I'll just add this. Oh, Persona. Ich liebe dich. Was für ein grandioses Spiel. Yeah. Well then. Morgen haben wir viel vor. Reiß dich zusammen, okay? Ja, ich schlafe ja nur. Mensch, jetzt lass mich in Ruhe. Immer dieser Druck, ey. Die drückt aber auch viel Druck aus. Ich spüre ein seltsames Gewicht auf meinen Körper. Lassen. Das ist Morgana. Vielleicht macht mir Komoshidas Drogen zu schaffen oder so. Ich dachte schon, so schwer kann die Katze doch gar nicht sein, oder? Samstag. Oh, ich hoffe, jetzt können wir endlich... Oh. Selbst wenn es voll ist, kannst du mit Glück offenbar noch einen Sitzplatz abkriegen. Ja. Hm. In der U-Bahn haben wir etwas Zeit totzuschlagen. Vielleicht könnten wir sie effektiv nutzen. Wie denn? Willst du Heimat spielen, oder? Was ist los? Du siehst nicht gut aus. Ach, ich fühle mich in letzter Zeit nicht so gut. Mein Kopf ist wie Watte und ich habe keine Energie. Ja, ich habe alles in der Apotheke probiert, aber nichts hilft. Habe ich einen neuen Virus? Corona! Well, that's not good. Ja, fängt so eine psychotische Störung an. Was soll ich tun? Muss ich sterben? Komm, jetzt übertreib mal nicht gleich. Jetzt beruhige dich. Wir gehen zur Klinik. Komm schon. Der Arzt kann dir sicher was verschreiben, was dir hilft. I see. Ärzte haben die besten Medikamente. Hey, war eine der Kundinnen im Café nicht eine Ärztin? Sie sah wie ein Punk aus, ja, na und? Mm. Das ist ja niedlich, wie Morgana da hinten aus dem Rucksack rausguckt oder aus der Tasche. Es wäre nicht schlecht, wenn wir im Palast starke Medikamente hätten. Morning! Yo, morgen, Torfels! Was machst du denn hier? Lass uns zusammen zur Schule gehen. Ja, die ist gleich hier, aber was soll's. Du, 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 du. Hey, wir treffen uns nach der Schule im Versteck, oder? Hört auf zu texten, wir sind im Unterricht. Wow, hörst du mit dem Blödsinn etwa zu? Hörst du bei dem Blödsinn etwa zu? Ja, aber heute bleibt nicht viel hängen. Ja, oder? Naja, also Versteck nach der Schule. Wo genau ist dieses Versteck? Auf dem Schuldach. Moment, da kommen wir immer noch hoch. Ja, lass euch rein. Ich lass euch rein. Puh, ich warte dann da. Kommt einfach nach der Schule hoch. Alles klar. Wenn du zu spät bist, kostet das. Hey, are you listening? Slurpers! Du, pass auf! Hörst du so zu, wenn jemand mit dir spricht? Ich spüre mörderische Absichten. Also, jetzt sagt jetzt ja Morgana. Alter, Junge! What? Du kranker Sack, der wirft mir einfach ein Stück Kreide an die Stirn. Oh, das hat sicher weh. Ja, bestimmt. Er hat ihn direkt an die Stirn getroffen und sein Hirn zerschmolzen. Pay attention! Das ist die Strafe fürs Tagträumen. Die Kinder heute haben keinen Respekt vor Erwachsenen. Gütiger Himmel, du brauchst wohl mehr Können, was ganz komisch markiert ist in Gelb mit Symbolen, um dem komplett auszuweichen. Oh, ich kann Sachen ausweichen. Looks like we're all here. Yo. Okay, let's get going. Hold on, it's still too early for us to head to the palace. But why? Don't we just gotta steal that treasure thing? Don't underestimate the dangers of that place. We need to prepare. Ain't that persona shit we got enough to deal with it? Ja, so einfach ist es, glaube ich, nicht, ne? That's exactly what I mean when I say don't underestimate it. You'll die if you mess up in there. So again, we need to prepare before we head in. But how exactly are we supposed to do that? I'm glad you asked, Lady On. Oh, das kann ich mir vorstellen, dass dir das gefällt, ne? First, we'll need to find better equipment for all of you. You talking about weapons? Oh, I know a kick-ass place. In that case, you can handle that side of things. Mm-hmm. The only other thing would be stocking up on medicine. Fatigue is unavoidable in a palace. Ja. And where can we get medicine? Naja, das hatten wir doch gerade bei der Punkerin. Don't worry, I know just the place.
I hope you look forward to it, Lady Anne. Oh, na, du freust dich aber zumindest schon mal, das wissen wir, ja. Lady Anne, die ist ja auch so ein bisschen, ne? Die mag dich ja auch ganz, ganz doll, ne? Now then, he and I have some business in Yongan. So let's head off for today. Geh wieder nach Hause. Just come with me. I won't be able to get close enough by myself. Ja, du führst mich, ne? Also, wenn ich... Can I talk? Hey, erinnerst du dich an die Kundin, die du gestern im LeBlanc getroffen hast? Die Ärztin, die nach einer schnellen Untersuchung Medikamente verschreibt? Sie saß am Tisch. Ja, ich erinnere mich. Mir ist ja gerade was eingefallen. Wenn sie eine Ärztin ist, der man solche Sachen nachsagt, dann hilft sie uns vielleicht. Hey. Sie ist hier irgendwo in der Gegend, oder? Bring mich zu ihr. Papa. Strenger, alter Mann. Deine Stimme ist so leise, Kleiner, du nuschelst. Mach mal die Klappe auf, ey. Zähne auseinander. Sind allerdings alle Kinder so dumm wie du. Ich kann dich hören, aber behalte das im Hinterkopf, ne? Also, was war das mit Kindergarten? Ah ja, jetzt sind wir ja in dem... okay. Ich besuche die seltsame Klinik. Ich habe von dir gehört, du solltest private Ärzte meiden. Große Krankenhäuser sind viel besser, weil sie viel mehr gute Ärzte haben. Mein Arzt arbeitet in einem großen Krankenhaus, er ist super oder zumindest wirklich kompetent. Ja, mal gucken, jetzt können wir uns ja ein bisschen frei rumbewegen, ne? So, mal gucken. Aber... Hey! Lässt du dich etwa von einer Waschmaschine ablenken? Sieh zu, dass du mich zur Klinik bringst. Oh. Oh, ich wusste gar nicht, dass es hier ein Badehaus gibt. Aber zunächst müssen wir diese... Ja, gut, also wir haben wieder keine Freiheit. Ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Da hinten ist ein Herz. Ich denke mal, das Herz lässt schließen auf Klinik. Ist zumindest logisch, ne? Oder an dem... Oh, Takemis Klinik, die ist direkt vor dir. Ich bin ja versucht, selber zu gehen, aber diese Gerüchte... Ich wünschte, ich hätte so viel Mut wie du da reinzugehen. Also hier. Na dann. This is the clinic that the chief mentioned. Now, how can we get them to give us some medicine? Ja, wir können ja denken uns das, wir können ja so tun, als ob wir irgendwie drogenabhängig wären und die brauchen, damit wir unseren, na, damit wir wenigstens so einigermaßen funktionstüchtig sind. Wir denken uns das aus. Well, I guess that's the only choice we have. Ja. We just have to go for it. All right. Let's step inside. Yes. Rein mit dir. Oh, was ist denn hier? Oh, ist ja abgeschlossen. Well. Ah, da ist er. Hä, bist du zum ersten Mal hier? Irgendwoher kennen wir uns. Ja, im LeBlanc, ne? Naja, egal. Warum beehrst du mich heute? Träge Ärztin. Ich fühle mich lethargisch, das passt ganz gut. Na, gut. Please head to the exam room. Bitte geh ins Sprechzimmer. Na dann. Wirst du mich jetzt untersuchen, ja? In a case like yours, it's usually just due to stress. Ja, dann kannst du mir die ganz harten Drogen anbieten, ne? I'm gonna prescribe you some pain relievers, okay? Actually, I still need to restock those. Oh. So, let's go with sleeping pills instead. Sleep is the best medicine anyway. Ja, wie gesagt, du kannst mir auch alles Mögliche geben, ne? Ich nehme auch Opium, also her damit. Which type of pill do you want? A sweet tasting one or a bitter one? Ich will Schmerzmittel. Is that right? And I bet you think you should have a year-long supply of them too. Yeah. You're not sick at all, are you? I'm not as dumb as I look, you know. I'm guessing you're here because you heard the rumors about me, Ja, wie gesagt, in der, ganz ehrlich, Gerüchte sind nichts Neues in der Stadt. Die labern noch über alles und jeden. Also, ich bin wirklich krank. Right, right. That's what they all say. Then, the ulterior motives come out. Aha. Mysteriös, I guess high school kids have it tough nowadays too, huh? Well, fine. I'll prescribe you some medication. Na dann. But only medication that will help you recover your health.
I guess it's fine. You seem pretty earnest. And you don't look like you'll be any trouble. Ja. Ist aber schön, dass die Leute endlich mal anerkennen, was ich für ein guter Mensch bin, ne? This is my private practice. All the medicine I dispense is original. Okay. I have a license to make my own formulas. You've likely seen them being sold at various hospitals. It's your responsibility to take care of yourself. So, if that's okay with you, stop by anytime. Ist das ein Flirt oder flirtet ihr mit mir oder was ist das? Du bist eine schlechte Ärztin. Oh nee, ganz sicher nicht. Mit der will ich es mir nicht verscherzen. Also wenn die uns mit Drogen hier versorgen kann, dann sagen wir lieber, ja, das hilft sicher, du bist toll, ich liebe dich. Great. It's nice that you're so quick on the uptake. Saves me the hassle. You're a pretty weird kid, you know? I wonder what you're going to use the medicine for. Für einen geilen Trip, Junge. Dafür. Well, as long as you don't cause me any trouble, it's not my problem. Nee. Ah, schön, ne? Wir haben viel erreicht in der ersten Woche. Wir haben ein paar Freunde gefunden. Wir sind dabei, kurz davor den perversen, ekelhaften Sportlehrer bloßzustellen. Und wir haben noch eine Drogendealerin gefunden. Perfekt. Also, wir sind auf dem besten Weg hier, ne? Mehr habe ich jetzt nicht. Okay, which one? Oh, stylisch. Okay, Regenerations 100 Milligramm, 1000, 100. NoHM, die Effekte brennt eingefroren, geschädigt. Entfernt. Tablette, die Effekte das und das. Spezialsalbe gegen Wüten, Verzweiflung, Manipulation, Verärgerung, verwirrt. Revi Vadrin. Belebt ein Gefallen. Oh, das ist gut, aber viel zu teuer. Nur an sicheren Orten verwendbar. Stellt 50% der. Oh, aller Herr. Oh, das wäre vielleicht ganz gut, wenn ich. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben hier. Vielleicht nehme ich. You want that one? Nehme ich zwei davon. Thanks. Should work. Nehmen wir mal das hier. You want that one? Thanks. Mindestens einmal. That should work. Here you go. You want that one? Ja, machen wir erstmal so jetzt. Obwohl, nee. Einmal. So ein bisschen, Geld will ich trotzdem behalten. Also. Take care. Und viel Glück damit. Was guckst du denn so? Hier, aber sonst. Wo liegt denn das Problem? Bist du erkältet, Bauchweh, Fußpilz, egal was es ist, du musst eine Nummer ziehen. Schluss damit! Außer dir kann niemand dieses Medikament entwickelt haben. Ich habe leider keine Ahnung, wovon du redest. Spiel nicht die Dumme. Gerüchten zufolge kann das Medikament jedem unbegrenzte Stärke verleihen. Wirklich? Das ist mir neu. Experimentelle Medikamente, Arzneien und Heilkräuter zu entwickeln, ist illegal. Entwickelst du einen super Stimulanz? So eine Droge wird nur zu einem gesellschaftlichen Problem. Du bist ganz schön hartnäckig, weißt du das eigentlich? Ich bin nur eine Quacksalberin. Auch wenn die Polizei nichts unternimmt, werden sich die Medien darauf stürzen. Du willst doch nur meinen Ruf noch weiter zerstören. Du bist eine Schande für alle Ärzte. Was? Der Fehler ist ja wohl dir unterlaufen. Ich habe nichts mit deinen Machenschaften zu tun. Vernichte dieses Medikament und kündige. Der Name Tai Takemi wird niemals. Hey, ist da jemand? Nö, ich bin nicht. Lalala, ich laufe einfach weiter. Du kennst mich. Oh, sie haben uns fast erwischt. Die haben über irgendwas Gefährliches geredet. Hat die Frau vielleicht ein besonders starkes Medikament? Ja, ziemlich vage. Vielleicht. Das wäre im Palast jedenfalls nützlich. Sie muss mit uns zusammenarbeiten. Kümmern wir uns darum, wenn der Mann weg ist. Wir halten die Leute, die nichts damit zu tun haben, raus. Die Phantomdiebe sind geheim. Okay. Gute Arbeit. Das hat super geklappt. Piep, 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 piep. Kennst du den Laden, den ich erwähnt habe mit den Modellwaffen? Er ist in Shibuya. Ich kann mitkommen, wenn du willst. Kannst du dir alleine machen? Ja, klingt gut.
Wenn ich weiß, wo Shibuya ist, wenn ich da hinkomme, ja. Cool. Okay, wo treffen wir uns? Wie du zur Shibuya-Station kommst, weißt du zumindest, oder? Hey, ich schaff's nicht. Könnt ihr euch das für mich ansehen? Du kannst nicht mitkommen. Morgen nicht. Ich wollte Shiho im Krankenhaus besuchen. Ah, alles klar. Keine Sorge, wir machen das. Okay, wir sehen uns in Shibuya. Torfus! Ich warte vor der Station. We might be able to get our hands on some decent stuff if this store really has model guns. Well, we can leave that for tomorrow. Let's go home. Okay, okay. Okay. Soweit läuft alles gut. Sobald wir vorbereitet sind, lass es uns mit dem Palast aufnehmen. Da fängt der Spaß ja erst richtig an. Das ist wohl wahr. Shibuya? Ich weiß zwar, wo das ist, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich wirklich jemals dort war. Wir speichern nochmal. I should write something. Like Speicherstadt, for instance. Okay. Morgen triffst du dich mit Ryuji, also verschlaf nicht. Ich verschlaf schon nicht. Das heißt also, wir kaufen uns unsere Waffe und dann können wir endlich mal es mit dem Typen aufnehmen hier. Kamoshida. Ah, du hast es wohl geschafft. Oh, schön. Ich freue mich, dass das Spiel mich da gleich hinwirft, weil ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich nicht gefunden. Der Laden ist auf der Central Street. Wir müssen also über die Kreuzung. Lieber unterirdisch. Nein, die Kreuzung? Das hier ist die Shibuya-Kreuzung. Sie ist wirklich riesig. Jede Menge Leute überqueren sie. Die Central Street liegt gleich dahinter. Let's go. Also los. Okay. Lotteriestand. Ich habe keine Zeit. Everyone, wake up. This country is twisted. Wer bist denn du? While Japanese society may appear to be thriving, many young people have not been as blessed as their elders. They have no jobs. No savings, no financial security whatsoever. These young people should be tackling their futures head on, but instead, they're too busy merely trying to survive. Ah, kein Populist hier oder was, ne? People give speeches all the time. Plus, politics are pretty boring anyways. Das ist wahr. Wir ignorieren hier einfach mal Plauder, Plauder, bla bla bla. Everyone. Seltsame Vorfälle ereignen sich. Was steckt hinter allem? Der entgleiste Zug, das Phänomen der mysteriösen, psychotischen Störung. Das sind alles Zeichen, das Ende unserer friedlichen Tage naht. The most important thing is, jetzt wäre es an der Zeit für unseren Politiker, um Stärke zu beweisen. Und doch... Hey, hey! Oh Gott, haben wir jetzt... Das klingt alles irgendwie so ein bisschen nach so einem Donald Trump-ähnlichen Storyplot oder sowas. Wenn du dich für Politik interessierst, sollten wir ein anderes Mal wiederkommen. Ja, Politik, total spannend. Ich liebe es. Ich könnte mir nichts Spaßigeres vorstellen. Shibuya Central Street. Follow me. Mir nach. Also, confusing to find sometimes. Das glaube ich auch. Obwohl er ist doch über... Ich meine, es ist übersichtlich, wenn man die Symbole versteht. Ich höre erstmal den dazu. Hey, gehst du noch zur Schule? Suchst du einen Teilzeitjob? Da kannst du schnell Kohle machen. Ich kann dir was empfehlen. Hey! Hey, du verlierst Ryuji, wenn du mit diesem Typen deine Zeit verschwendest. Brauchst du kein Taschengeld. Ich kann dir helfen. Was für Arbeit ist es? Es ist einfach und bringt viel Kohle. Folge mir einfach, dann übernehme ich den Rest. Can I talk? Hey, für diesen Typen haben wir keine Zeit. Wir sollen uns heute noch Waffen holen. Folge mir Ryuji. Sie sind aber noch die nächsten Wochen hier, oder? Also es klingt gut. Ich will das kriminelle Geschäft einsteigen. Ja, alles klar. Das hätte ich auch noch gefunden. Hey, hey, wir müssen hier lang. Na dann. Yeah. Da wären wir. Nicht schlecht, hm? Ja, wirkt ziemlich zwielichtig, ne? Oder, ehrlich gesagt, traue ich mich da allein nicht rein. Egal, sehen wir uns an, was da drin ist. Und dann, wenn du das sagst. Yeah, before we head in... You know anything about guns and shit?
Nee. I guess we can just ask the guy behind the counter if we can't figure out what we want. Aber ich kenne mich. Let's do this. Pass auf, ich kenne mich nur mit Messern aus, ne? Also ich meine, wenn ich schon kriminell bin, ich bin eher so der Nahkampfmessertyp statt der Fernkampfpistolen und Schusswaffentyp. Schnellreise ist jetzt für den Software Shop in Shibuya verfügbar. Nice. Also die Musik klingt schon mal sehr dubios hier. Hier steht Geschmackstest, Ration aus aller Welt, Teil 37. Es kostet wofür so 800 Yen. Willst du das probieren? Nee. Ich hab kaum noch Geld. Werbestand. Das sieht aus wie eine Werbung für eine Modellwaffe. Ich kenne da total viele von den Begriffen nicht. Mörrische Ladenbesitzer. Weißt du schon, was du willst? Be nice, please. You looking for recommendations? Yeah, please. I don't know, just buy whatever looks interesting to you. Ach, ich liebe solche netten Ladenbesitzer, das freut mich dann immer, ne? Es ist. Der will wirklich seine Waren loswerden, scheinbar, ne? Ah, some customer service. Fine, what do you want? An automatic? A revolver? Automatic? Dude, why are you talking about cars now? Ich, ach Mensch, Ryuji. Junge, bist du als Kind vom Wickeltisch gefallen oder was? Listen, this here's an enthusiast shop. My regulars will be mad if I let a casual like you hang around. I'm not a freaking casual. I bought shit from here like last week. Can't remember you. Tja, siehst du mal, so vergessenswert bist du. You bastard. And you, looking for something? Eine schicke Modellwaffe. Eine schicke Modellwaffe. Oh. Oh, okay, du magst Waffen, ne? Welcome to America. You a collector? You're way more interested in the Blondie over there. Tja, ich bin halt ein Special-Typ, ne? Also, jeder mag mich hier. Anyways, you should have said before you two are enthusiasts. I'm always up for helping fresh faces. Freut mich. Some precautions first, though. Don't go around pointing them at other people. Keep them in a bag or something if you're outside. Yeah. Oh, and don't let the fuzz catch wind of you having them. I don't need them coming around here. Ja, ich werde schon nicht hier mit wedelnder Waffe durch die Straßen rennen, ne? Also. Oh, wir hassen die Bullen. Wir sind vorsichtig versprochen. Wir machen mal jetzt. You damn well better be. Was wird sonst passieren? Hast du Auftragskiller-Buddies, die mich dann abschlachten oder was, ne? Now, if you look close, you'll be able to tell these are models. Real guns feel different. Ja, du kennst sie aus, ne? Maybe someday I'll show you the real good stuff, though. If you got the guts for it, of course. Okay. Ja, ja. For now, you get the beginner selection. Just sit tight, I'll bring him out. Nice. Ja, ja, verführt ihr irgendwelche Jugendlichen zu Waffenmissbrauch, na super, ey. We did it, dude. Dude. Gnarly. We totally gotta go for some fancy shit, right? Ooh, I want him to shine. Oh, and here's the cash for mine. Pick me out something good. Wow, super cool. Hier ist ja richtig schön auf die Kacke hauen, ne? Im Software-Shop kannst du Fern- und Nahkampfwaffen sowie Schutz und Zubehör kaufen. Nahkampfwaffen erhöhen die Kraft deiner normalen Angriffe, dies ist nützlich, falls du Gegner besiegen willst, ohne Skills einzusetzen. Fernkampfwaffen erhöhen den Wert deiner Schusswaffen. Sie fügen mehr Schaden als Nahkampfwaffen zu, nutzen sie also gegen zähe Gegner. Schutz verringert den Schaden, den du erleidest. Du hältst also im Kampf länger aus. Zubehör kann beispielsweise Skills verleihen oder von Statuseffekten oder vor Statuseffekten schützen. Okay. Was hast du denn im Torfisch? Torfisch. Sounds good. Kukri oder Blitzdolch. Gebogenes Messer aus Nepal, auch als Werkzeug nützlich. Ein Dolch mit einer blassen blauen Klinge. Oder sogar schlechter als mein jetziges. What the fuck? Alright, which one? Das That's what you're choosing? You like it? Na, ausrüsten.
Ach, Silberdolch verkaufen wir gleich mal. Warum nicht? Ganz gut. Höllenschläger und Eisenrohr. Oh, die Präzision geht ein bisschen runter. Angriff. Ah, das kann ich mir gar nicht leisten. Eine plumpe, aber effektive, stumpfe Waffe. Ja. Wenn die Stärke nach oben geht, bitteschön. Don't break it, okay? Oh ja, alles gut. Ich versuche mein Bestes. Was hast du denn noch im Angriff? Alright, which one? Sounds good. Fundokusari. Eine Kette mit einem Gewicht an einem Ende. Hitzepeitsche. Schwaches Brennen. Eine Feuerrotpeitsche. Ui. So, was hast du denn noch? Fernkampfwaffen. Alright, which one? Gut, ich kann mir eh nichts mehr. Sounds good. Gut, also Waffen vom Prinzip her. Kaufen Schutz. Okay. Alright, which one? Ja, das sind einfach so Ausrüstungsgegenstände, alles klar. Alright. Zubehör wäre sounds zum good. Beispiel Schutzbrille. Benommen Widerstand. Eine die Augen schützende Brille. Ein Notizbuch. Für Erinnerung, ein Pflaster, das wachsam hält. Finde ich auch mal Schutzprodukte. Ja, ne? Ich denke, das ist ganz okay für dich. Ah ja, du musst noch etwas wissen. Ich kaufe keine Modellwaffen von anderen Leuten, das musst du dir merken. Ich will keine Probleme haben, weil ich etwas gekauft habe, was schon modifiziert wurde. Later. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Gut, tschüss. Hm? Gehst du schon nach Hause? Naja, jedenfalls suchst ab jetzt du aus. Sorg mir einfach die, die am stärksten aussieht. Boss, did you hear? Apparently that subway driver from the accident was acting really odd during his testimony hearing. You talking about that psychotic whatever thing people are going on about? Yeah, I heard it completely alters your personality. The news is saying the driver couldn't even speak when they tried asking him questions. Oh, boy. Tja. Only an idiot would believe a preposterous story like that. Muss ja auch irgendwas mit dieser Schattenwelt zu tun haben, ich weiß nicht. Also scheinbar scheint es die Leute auch verrückt zu machen oder komplett zu verwirren irgendwas in der Richtung. No, sorry, but we're closing soon. Also raus mit dir. How rude. This must be why you don't get many customers. Your coffee's actually not half bad. The beans must be lamenting the sorry state of the store. Tut mir leid, ich weiß, das ist dein Lebenswerk hier, aber so ein bisschen recht hat er schon, du bist schon sehr unfreundlich, ne? Thanks for stopping in. Please come again. I'm only trying to help you fix your business. Thanks for the coffee, at least. Tja, wo er recht hat. What a pain. Oh, what do you want? If you're bored, go wash some dishes or something. Wow, klar. Das klingt nach einer guten Tätigkeit, um Langeweile zu überwinden. Wie läuft das Geschäft? So gehst du mit Kunden um? Wieso bist du noch nicht pleite? Uiuiui. Ich bewege mich auf Sand und Eis hier. Soll ich das jetzt wirklich machen? Das ist doch fies, aber ich weiß. Shut it. It's all good as long as the shop doesn't fail. I'm not gonna go wearing a fake smile. Wenn du doch pleite gehst. Who knows? Maybe I'll end up living out on the streets. Okay. As long as I'm here, the world leaves me be. Okay, also ein sehr abgeschottetes Leben eigentlich. Du hast dein kleines Geschäft, ja wunderbar, aber schade. No annoyances or troublesome people to deal with. It's like my own personal hideaway. Versteh schon. Dein kleines Heiligtum. I'd be kind of screwed if I lost it. But I guess you would be too. So you better at least try and be useful around here. Hey, bin ich doch. Ich bin da, ich bin nett, ich rede mit dir. Ich gebe dir sozusagen deinen sozialen Kontakt, den du brauchst trotzdem, ne? Anyway, I'm leaving now. Don't cause any trouble. Das sagst du jedes Mal. Der Laden sieht immer wie geleckt aus, als ob ich irgendwas mache, ne? Piep, piep, piep. Okay, ich war bei Shio im Krankenhaus.
Hast du mit ihr geredet? Ihr Zustand ist stabil. Aber sie wissen nicht, wann sie wieder aufwacht. Puh, übel. Sie wird sicher wieder gesund. Ich bin mal ein bisschen optimistisch. Ich versuche sie mal ein bisschen aufzubauen, ne? Ja. Sie wird wieder gesund, ganz sicher. Ich muss nur an sie glauben. Ich werde Kamoshida nie verzeihen. Er wird bezahlen, das schwöre ich. We're just about ready to go to the palace. Oh yeah. We just need to assemble some infiltration tools. Clean off that desk back there so we can use it. Na klar. Okay. Ich bringe alles über Infiltrationswerkzeuge bei. Du musst erst deinen Schreibtisch aufräumen, mach dich an die Arbeit. Hey! Nein, nicht da! Stellen wir ihn auf den Schreibtisch. Hä, das ist doch ein Schreibtisch, oder nicht? Ja, Tisch, ich war ein bisschen zu weit rechts. Hä? Tisch? Ach, das Ding da hinten. Ach so. Na gut, der Tisch geht nicht. Das muss unbedingt da hinten sein. Na gut. That desk. Hurry now and clean it up. Pff, kannst du ja auch mal ein bisschen nützlich machen. Na gut, du kannst ja nicht immer. Räumen wir auf. Wir beide, nicht nur ich. Great. Now you can make things whenever you want. Ah, okay, es gibt also auch ein Crafting-System. Sehr interessant. Du kannst an diesem Arbeitstisch Infiltrationswerkzeuge herstellen. I'll provide the materials this time. Try making a lockpick. Dietrich, nett. Infiltrationswerkzeuge herstellen. Mit dem nötigen Material kannst du verschiedene Infiltrationswerkzeuge herstellen, die fürs Palast der Kunden sehr nützlich sind. Beim Herstellen von Instrumenten vergeht Zeit, es verbessert aber auch deinen Wert Können. Also es gibt verschiedene Werte, die ich verbessern kann. Können, vorhin hatten wir was mit Ausweichen, glaube ich. Pro neuem Rang kannst du ein zusätzliches Instrument herstellen. Bei schlechtem Wetter bist du konzentrierter und kannst ein Werkzeug mehr herstellen. Suche in allen Läden nach verschiedenen Materialien. Oh, das klingt alles ziemlich... Das klingt alles ziemlich spannend, ehrlich gesagt, ne? Dietrich. Ah, Seidengarn, ich habe mich schon gefragt, wo, ne? Seidengarn haben wir ja ganz am Anfang, glaube ich, gefunden. Also ganz, ganz am Anfang. Pflanzenbalsam, dickes Pergament. Everyone starts off a little clumsy. Don't be sad if it doesn't go well at first, okay? Ja. Zum Glück muss ich das nicht herstellen, weil ich bin handwerklich sowas von überhaupt nicht begabt. Das würde am Ende wahrscheinlich alles zerbrochen und zerschellt auf dem Boden liegen. Herstellen machen wir. Klick, klack, einmal Dietrich. Great. We should be able to use this. Nice. Yeah. Oh. Oh, jetzt langsam Wert erhöht. Können so ein bisschen. Pocht jetzt in die Richtung. We should be ready now. We're heading into the palace tomorrow. Oh, yeah. Let's get some sleep. Good morning. Come on, hurry up and get to class. Du Sack, ey. Good morning. Ja, dein Freund ist wieder hier. Ich sag nichts, ey. Geh einfach dir vorbei. That admirable behavior won't do you any good once you're expelled. Halt einfach deine Fresse, ohne Scheiß jetzt. Provozier mich einfach nicht noch mehr, wirklich. Well, that wraps up the homeroom period. Slorfus Kuhn! You, ah, du möchtest mit Slorfus reden? A little conversation with the Slorfus. Okay. Na dann, was gibt's? Ich wollte nur sagen, ich hasse dich voll. There's something I'd like to ask you. Das ist ganz schön klein im Vergleich zu mir. It won't take long. Mhm. Oh, ey. Was ist denn jetzt hier los? I see you're already getting on top of the problem I'd mentioned this morning, Miss Kawakami. I appreciate the support. ja, komm, lächel nicht so blöd hier, ne? Du mit deinem kackfalschen Lächeln. Ich bin ja so sympathisch und alle mögen mich. Thank you again. Ah, die kennen wir doch. Know this guy, Yoshizawa? Der sind wir doch schon mal vor der U-Bahn begegnet, oder? Yes, he lent me a helping hand earlier. I recommend you steer clear of the likes of him if you have any consideration for your future. Ja, bleib von dem Typen fern, der nett ist, ne? Komm lieber zu mir, ne? Ich bin ja so, sagt der, denkt er sich ja wahrscheinlich. Ich bin ja so der reine Typ, ne?
ich mache nichts irgendwie, was total moralisch verwerflich ist oder so, ne? Remember the discussion we just had? There are a number of students in this school you shouldn't get involved with. Ja, komm du mit deinem Kontrollwahn hier mal. This one's at the top of the list. Ja. Warte nur ab, ey. Oh, the delinquent transfer student? Sorry to interrupt, but I need to use the guidance office. Oh, pardon me. We should be going too. Don't want to get in the way of guiding this delinquent and all. Na, warte nur ab, ey. Bis dein Geheimnis mal an... Dein Geheimnis, was heißt dein Geheimnis? Ist ja schon irgendwie bekannt, mehr oder weniger, aber... Bis du dein Leben und deine Existenz bereust, ja. Please excuse us. Hm. Naja, komm, geh da mit, sei ein nettes kleines Hündchen. Ja. I'm gonna get straight to the point. Did something happen between you and Mr. Kamoshida? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der ein Problem mit dem hat, ne? Was fragst du da? Well, there was that little exchange just now, but that's not all. Mhm. He gave me a brief lecture this morning, and your name came up. Something about the dangers of a lack of supervision. Ja, bla bla bla. Mhm. I don't mean to pry, but just make sure you don't go causing trouble, okay? Ja, ich mach doch nichts, Mensch. Oh, and one more thing. Darf ich überhaupt noch existieren, ohne dass man mich dauernd hier daran erinnert, dass ich keinen Ärger machen soll? That girl outside the office? You didn't make a pass at her, did you? Oh, was? Ihr Tuch war hübsch. Uh-huh. Mr. Kamoshida has a real close eye on you. Apparently you've been getting involved with Sakamoto-kun. Und? Ich kann ja wohl noch selber entscheiden, wer meine Freunde sind, oder? You seem acquainted with Yoshizawa-san as well. Maybe you're just naturally drawn to athletes? möchtest du irgendwas andeuten? Also, ja, meine Sexualität geht dich ja wohl gar nichts an hier, ne? Sorry, bad joke. Lustig. That's all I wanted to discuss. You're free to go. Alles klar. Tschüssi. Ich bin da so niedlich, wie Morgana da unter dem Tisch in diesem kleinen Fach liegt. Ich habe heute Morgen Kamoshida am Schuleingang gesehen. Er hat nur da gestanden und mich mit seinem Arschgesicht angegrinst. Diese Nervensäge wollte sich wohl über dich lustig machen. Ihn so zu sehen, hat mich nur noch mehr dazu motiviert, das hier durchzuziehen. Das ziehen wir definitiv durch. Ja, ich mache mir Sorgen um Shio, aber ich will mich auf unser Vorhaben konzentrieren. Und diesmal werde ich länger durchhalten. Die Versammlung ist am 2. Mai, richtig? Wir müssen uns einfach vor diesem Tag um ihn kümmern. Ich bin bereit dafür. Geht mir auch so. Ich auch. Ich gebe mein Bestes. Ihr geht nicht ohne mich, klar? Jetzt haben wir den 18.04., also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, du sagst uns Bescheid, wenn du in den Palast gehst. Nach der Schule. Er hat am ersten Shooter angebracht. Oh, sag mal, wie lange labern die denn? Irgendwann muss ich da. Bei Gerüchten muss ich das auch irgendwann mal so ein bisschen. Muss das doch mal verfliegen, ne? Aber scheinbar haben die nichts Besseres zu tun oder haben die keine besseren Gerüchte als das? Die Typen fliegen von der Schule. Niemand will einen Unruhestifter an der Schule haben. Diese neue Yoshizawa-chan, von der erhoffen sich alle riesige Erfolge. Mann, sieht die gut aus. Ob ich bei der wohl eine Chance habe? Okay. Wir müssen den Plan endlich in die Tat umsetzen. Die anderen warten sicher nur noch auf Signal. Die Planung liegt ganz bei dir. Wenn du den Plan nicht bis zur Frist ausführen kannst, ist es aus. Bleib wachsam und achte auf die verbleibende Zeit. Im Palästen gibt es viele mächtige Gegner. Besprich dich mit deinen Verbündeten und nutze verschiedene Einrichtungen in der Stadt, damit die Infiltration gelingt. Mission Start, was soll das denn? Der nächste Schritt, wenn du freie Zeit hast und nicht weißt, was du tun sollst, öffne mit... Was ist denn das? Ein Symbol ist das hier, dieses komische... Ich spiele nicht so auf PlayStation 4, das ist dieses Touch-Monitor-Ding da in der Mitte.
den kannst du, was du tun und wen du treffen kannst. Wenn Netzwerkfunktionen eingeschaltet sind, kannst du mit den Bewegungstasten das Aktivitätslog aufrufen. Hier siehst du, was andere Spieler zu dieser Zeit unternommen haben. Das Aktivitätenlog ist ein Tool, das dir in deiner freien Zeit hilft. Um mehr darüber zu erfahren, sieh dir da sein Tutorial an. Really? Oh. Das heißt, ich kann jetzt hier frei rumlaufen, ne? Interessant. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Jetzt habe ich ja wirklich alle Freiheiten der Welt. Gibt es da so Schnellreisefunktionen eigentlich? Bibliothek, Innenhof, Fachgebäude, Eingang. So, Station, okay. Ja, da könnte man, wird wohl die nächste Folge mal so ein bisschen erkunden sein. Mal schauen, was so die Freizeitmöglichkeiten sind. Also, es macht auf jeden Fall, habe ich gespeichert. Und zu öffnen. Sie empfiehlt dir einen Vertrauten für diese Tageszeit. Öffne mit X die Statushilfe. Sie empfiehlt dir eine Aktivität für den Tag. Drücke Viereck, um alle ins Versteck zu rufen. Wenn die Netzwerkfunktion, kannst du Aktivitäten lock. Hey, was habe ich jetzt gemacht? Im ein Palast. Das ist. Was wird aus dem Palast? Treffen wir uns nicht. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, gehen wir doch einfach. Also, was willst du tun? Sollen wir uns im Versteck treffen und uns im Palast aufmachen? Später entscheiden. Ja, was habe ich dir jetzt geöffnet hier? Menü. Log. Hilfe. Vertraute. Träge Ärzte. Verfügbare Vertraute finden. Jungen Yara. Huch. Ich habe gerade, I should write something. Ich will, das ist überfordert, ich glaube, ich sollte jetzt immer aufhören, weil jetzt ist es schon spät. Ich glaube, es wird noch ein Weilchen dauern, bis wir zu Komushi da durchdringen können. Also ich denke mal, wir werden jetzt auch mehrere Level von den Dungeon durchforsten müssen, aber ist ja in Ordnung. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, so. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht. Ja, ich guck mir das beim nächsten Mal an. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen hier, ne? Gut, meine Lieben. Ich würde einfach ganz einfach und schlicht sagen, ohne große Weiterleitung, wir werden Komushi da rankriegen. Ich glaube daran, dieser Sack wird. Der wird's abbekommen. Hundertprozentig. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Persona 5 Royal. Bis dahin. Ciao.